Jo, liebe Leute, Theo hier und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Es ist schon Dezember und in einigen Wochen haben wir schon 2018 und ich habe mir vorgenommen, hier als Tradition auf dem Kanal am Ende des Jahres eine kleine Top 10 zu machen, wo ich euch einfach meine Spiele 2017 vorstelle, die ich dieses Jahr am meisten gefeiert habe. Und zwar können es Spiele sein, die dieses Jahr rausgekommen sind, das wird auch zum Großteil aus dieser Spiele bestehen, aber es können auch schon ältere Spiele sein, die ich aber das allererste Mal so richtig 2017 gespielt habe. Ich würde sagen, wir fangen an mit Platz 10. Auf Platz 10 haben wir ein Spiel, was von euch wahrscheinlich nicht jeder kennt und es hat trägt den Namen 20XX. Und es spielt sich wirklich 1:1 wie ein modernes Mega Man und ist besser als Mighty No. 9. Und es ist nämlich aufgebaut wie The Binding of Isaac, wer das von euch kennt und viel gespielt hat, der wird das auch zu lieben schätzen. Und zwar dieses Roguelike-mäßige, dass man jeden Run neu anfängt und sozusagen neues Equipment findet. Zufallsprinzipmäßig sind immer die ganzen Items und die ganzen Rüstungsteile verteilt. Und so ist das auch hier. Es macht wirklich ganz viel Spaß, bietet Langzeitmotivation. Es hat so einen Endless-Run-Modus und es hat sogar einen Boss-Rush-Mode. Und es macht wirklich extrem Spaß. Und man kann wirklich sowas von übertrieben stark sein. Auf jeden Fall ein Spiel, was ihr mal austesten solltet. Auf Platz 9 haben wir ein Mainstream Titel, der zurzeit eigentlich an niemanden vorbeigeht, und zwar PUBG, Players Unknown Battlegrounds. Und ja, Leute, ich habe es auch viel gespielt. Ich zock zurzeit sogar auf der Xbox, auch wenn die Performance noch schlechter ist als so schon. Es macht mir einfach immer wieder irgendwie Spaß und es ist irgendwie so ein Feierabendspiel, wo man einfach reingehen kann und mal eben eine Runde spielen kann mit Kollegen. Ich bin sonst überhaupt kein Freund von Early Access und auch eigentlich gar nicht so ein Hunger Games, Survival-mäßigen Royal Battle-Kram. Mag ich eigentlich auch nicht, aber PUBG hat das Ganze ganz interessant gemacht, ist ganz lustig und Leute, ihr kennt es. Also wer es von euch nicht kennt, testet es ruhig mal aus. Als Alternative könnte man natürlich noch Fortnite spielen. Fortnite habe ich auch viel gespielt, aber PUBG finde ich immer ein bisschen besser, obwohl Fortnite umsonst ist. Deswegen, falls ihr so eine Art von Royal Battle mal austesten wollt, dann ladet euch einfach erstmal Fortnite runter und guckt, ob ihr sowas überhaupt mögt. Auf Platz 8 haben wir Cuphead, Leute. Ja, Cuphead ist richtig geil. Mir macht das richtig Spaß. Ich habe es 2013 schon gesehen auf der E3. Da wurde es kurz angekündigt von Microsoft und Leute, es ist einfach wirklich ein richtig geiles Spiel, Leute. Was auch einen guten, knackigen Schwierigkeitsgrad hat. Und ich bin ein Fan davon, wenn Spieler einen knackigen Schwierigkeitsgrad haben. Und Cuphead ist einfach das perfekte Spiel, Koop-mäßig. Es macht einfach richtig Spaß, Leute. Den Style der Grafik, dieses Gezeichnete, dass jeder Frame von jedem Gegner gezeichnet wurde. Und dazu noch die Musik, Leute. Passt einfach. Hat mir ziemlich viele lustige Momente bereitet. Und ihr müsst es auf jeden Fall spielen, Leute. Es ist wirklich ein Spiel. Wenn ihr Sidescrolling-Shooter mögt, dann müsst ihr das spielen, Leute. Es ist wirklich ein Pflichtkauf. Auf Platz 7 haben wir Mario Kart 8 Deluxe für den Nintendo Switch nochmal erschienen. Und da brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen. Jeder kennt Mario Kart. Mario Kart bietet einfach immer das totale Spaßpaket in einem. Also das beste Kartspiel, das beste Rennspiel meiner Meinung nach ist Mario Kart 8 Deluxe. Auch das beste Mario Kart, auch wenn Double Dash eigentlich immer mein Favorit war. Aber Mario Kart 8 ist wirklich das Beste aus allen Mario Kart nochmal vereint. Plus die Deluxe-Version ist für die Switch, ist die Grafik nochmal richtig on point. Plus Competitive-Modus, der dazugefügt wurde. Ist einfach richtig geil, macht richtig Spaß. Habe ich auch viel gespielt im Singleplayer, wie auch im Multiplayer, wie auch online. Und zählt auf jeden Fall zu einem der besten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Auf dem 6. Platz haben wir einen Titel, der komplett aus der Reihe springt. Und zwar Outlast 2, Leute. Outlast 2 ist wirklich so ein First-Person-Horror-Shooter. Shooter kann man gar nicht sagen. Es ist eher, weil man kann ja nicht schießen, Leute. Bei Outlast ist man wirklich, wirklich hilflos. Man hat nur die Kamera, mit der man im Dunkeln sehen kann. Und Outlast 2 ist wirklich das Horrorspiel. Also wirklich, ich hatte bei keinem Spiel so viel Schiss, Leute, wie bei Outlast 2. Auch nicht bei Slender oder auch nicht bei Resident Evil 7. Leute, Outlast 2, auch der erste, den habe ich schon so gefeiert. Auch Whistleblower, das DLC. Und der zweite dieses Jahr war einfach, viele haben ihn gehatet, viele haben ihn, oder viele sehen ihn unter Resident Evil 7 an. Aber ich finde, Outlast 2 ist für mich das beste Horrorspiel, was hier rausgekommen ist. Ich hatte wirklich so viele Momente, wo ich einfach geschrien habe, wo ich Pause drücken musste und einfach pausieren musste, Licht anmachen und es ging nicht, Leute. Wirklich, ich bin ein richtiger Schisser. Und Outlast 2 ist einfach das Ding, dass einen die Wesen, die einen da verfolgen, die machen einen einfach auch Angst, Leute. Es ist wirklich ein richtig krankes Erlebnis und nicht, weil es gameplay-technisch jetzt so eine Revolution ist oder irgendwie kranke Mechaniken hat oder sonstiges. Das gibt's da nicht, Leute. Es gibt keine Revolution oder sonstiges irgendwie gaming-technisch. Es ist einfach diese Atmosphäre und diese Angst, die ich mir ab und zu auch mal gerne gebe in Spielen, wie bei Outlast 2, die habe ich da einfach und das ist einfach das Erlebnis, das Ganze, die ganze Atmosphäre. Deswegen Platz 6 dieses Jahr. Auf Platz 5 haben wir wirklich einen Titel, den ich jetzt schon irgendwie 400-500 Stunden gespielt habe, und zwar Destiny 2, Leute. Jetzt auch gerade das DLC nochmal durchgesuchtet, und zwar Destiny war schon der erste Teil damals. Ein Spiel, was ich extrem viel gespielt habe, und ich kann euch gar nicht sagen, warum. Es ist, glaube ich, einfach nur das Feeling, das Gun-Game an sich, wie geil die Engine ist so an sich, wie flüssig und wie schön das ist mit dem Feuergefechten, wo ich eigentlich auch kein Fan von bin, von stumpfen Feuergefechten und so, aber mir hat es dennoch viel Spaß gemacht, die Strikes haben Spaß gemacht, und das Loot-System war ja ein bisschen in Kritik immer. Mir hat es dennoch irgendwie Spaß gemacht, immer mehr exotische Waffen zu farmen und so. Jetzt bin ich höchstes Level, warte einfach wieder aufs nächste DLC, wie immer, Leute. Die Raids machen mir auch sehr viel Spaß, auch wenn ich natürlich aus dem ersten Teil die Raids besser fand als jetzt die eine von Destiny 2. Es ist ja auch kein richtiges MMO, Leute, aber wer Bock hat auf so einen wirklich teambasierten Multiplayer-Shooter, wo man wirklich kooperativ im Team PvE-mäßig vorgehen muss, wie auch PvP-mäßig, bei der Prüfung der 9 zum Beispiel, die am Wochenende mal ist, Leute, da kann ich Destiny 2 euch nur ans Herz legen. Probiert es einfach mal aus. Ein Spiel, was schon älter ist, Leute, was ich damals angefangen habe, kurz, Leute, ungefähr, weiß ich nicht, vielleicht 5-6 Stunden gespielt habe, aber dann wieder ins Regal zurückgestellt habe, war Dark Souls 1.
1. Und dieses Jahr habe ich mich mit dem Akata im Januar nochmal hingesetzt, weil wir haben den dritten Teil nochmal Koop durchgespielt und den zweiten. Und Dark Souls 1 war einfach was ich noch nicht hundertprozentig durchgesuchtet hatte, noch nur ansatzweise den Anfang kannte. Und da haben wir das nochmal komplett durchgeprügelt, Leute, im Koop. Und Dark Souls 1 ist auf Platz 4 einfach, weil es Dark Souls ist, Leute. Dark Souls ist für mich das geilste neue Spielserie, die wir haben zu unserer Zeit. Wirklich mit Demon's Souls, Dark Souls 1, aber auch Dark Souls 2, was mein erster Teil war von der Souls-Reihe, und auch Dark Souls 3, was ich am meisten gespielt habe, wie auch Bloodborne zum Beispiel, Leute. Ich finde diese Spiele einfach sowas von geil. Es sind wirklich meine Lieblingsspiele von unserer heutigen Zeit. Also wenn man von einer neuen Spielereihe ausgeht, Leute, und die ist relativ neu, die Spielreihe. Jetzt hat From Software wieder einen Teaser rausgehauen. Ich bin gespannt, was es ist. Ich glaube, es ist nicht Bloodborne 2. Ich bin gespannt, Leute. Dark Souls 1, ich brauche da, glaube ich, nicht viel drüber sagen. Viele von euch kennen Dark Souls. Ich hoffe es. Ansonsten, guckt euch nicht so viel an. Probiert es einfach aus und lasst euch drauf ein und bleibt hartnäckig und spielt es, Leute. Es ist wirklich phänomenal geil. Ihr könnt mir einfach 100% vertrauen. Platz Nummer 4. Auf dem dritten Platz haben wir Crash Bandicoot Insane Trilogie für die PS4 und ich bin ein übertriebener Crash Bandicoot-Fan. Das solltet ihr wissen von meinen allerersten Videos hier auf dem Kanal. Da habe ich und auch an meinem Avatar, Leute, Crash Bandicoot einfach mit der Mario Cappy. Ich bin der übertriebene Crash Bandicoot und Spyro-Fan von der PlayStation 1-Ära, die Trilogie. Und jetzt wurde sie nochmal remastered in perfekter Fassung von Vicarious Vision, Leute. Die haben es einfach perfekt gemacht, die alte Trilogie nochmal zu remastern. Und es hat sich genauso angefühlt. Und sie haben dort Bestenlisten hinzugefügt. Es sieht geil aus. Es macht einfach Spaß. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Es macht so viel Spaß. Es ist einfach die totale Nostalgie, die da drin hängt. Deswegen ist es bei mir auf Platz 3. Hat immer noch einen guten Schwierigkeitsgrad. Und für Leute, die damals gar nicht Crash gezockt haben, für die ist das wahrscheinlich ein bisschen ungewohnt, jetzt einen Crash Bandicoot zu zocken, weil es sich wirklich schwer spielt am Anfang. Es gibt später Level, die sind echt schwer. Und das frustet halt viele Leute. Und deswegen kann ich verstehen, wenn es nicht für jeden jetzt was ist. Aber Crash Bandicoot Insane Trilogie auf Platz 3 dieses Jahr, was einfach ein Geschenk für mich war. Und ich hoffe ja immer noch auf ein Spyro Remastered, dass die Trilogie nochmal remastered wird von Spyro. Und ich hoffe es auch und ich glaube es auch. Ihr solltet mal ein älteres Video von mir abchecken. Da habe ich perfekt auch von Activision nochmal eine Aussage gehabt. Die habe ich nochmal auseinandergenommen und alle Hinweise auf eine Spyro-Trilogie, eine Remastered-Trilogie aufgezählt, Leute. Guckt es euch an. Ich verlinke es in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir kommen zu Platz 2. Und auf Platz 2 habe ich Zelda Breath of the Wild, Leute. Natürlich muss es hier ganz oben mitspielen. Es ist das beste Open World, das wirklich freie Open World RPG, was ich jemals gespielt habe. Und es wird, glaube ich, auch das Beste sein, was ich je spielen werde, Leute. Es ist sowas von genial. Ich habe es jetzt gerade nochmal mit Ballade der Recken nochmal ausgepackt, nochmal gespielt. Es ist sowas von geil, so detailreich. Man hat die ganze Welt, man kann zu jedem Titan gehen, wie man will. Und man muss am Ende dann Ganondorf besiegen. Man kann aber auch am Anfang schon Ganondorf besiegen, Leute. Es ist einfach so eine totale Freiheit, wie man sie in keinem anderen Spiel hat, Leute. Nicht mal in Skyrim. Auch diese Einzelheiten, die sie dort eingebaut haben, Nintendo, wirklich Hut ab. Also alleine, dass man Feuer auf dem Rasen macht und dann ist es so ein Aufwind, dann kann man den benutzen. Oder auch mit dem Blitz, dass der angezogen wird und sowas. Ihr kennt das ja alle, Leute. Und dass man die Waffe dann auch schmeißen kann und dass der Blitz dann dahin geleitet wird. Und all so eine Kleinigkeiten, die sie gedacht haben, dass man ohne Klamotten einfach schneller schwimmt. Und all so eine Mini-Einzelheiten, vor denen es wirklich Hunderte gibt. Also das ist wirklich phänomenal. Was für mich einfach Zelda Breath of the Wild zu dem besten Open-World-Rollenspiel, was meiner Meinung nach ein Quäntchen vor The Witcher 3 und Skyrim ist, einfach einreiht, Leute. Ihr müsst es gespielt haben, koste es, was es wolle. Auf Platz 1 haben wir ein noch besseres Open-World-RPG und zwar Assassin's Creed Origins, Leute. Es war einfach ein Spaß, Leute. Nein, ganz ehrlich. Super Mario Odyssey, Leute. Wie lange habe ich drauf gewartet? 27.10. War es endlich soweit? Ihr wisst alle ganz genau meine Geschichte von meinem Kanal. Ich habe mir den Kanal eigentlich erstellt aufgrund Mario Odyssey, weil ich so gehypt war. Habe ich mir gedacht, oh Gott, Mario Odyssey, ich muss drüber reden, ich muss einen Channel machen. Ich finde das Spiel so geil, obwohl es nicht mal draußen ist. Und dann habe ich den Channel Theo erstellt und dadurch habe ich euch alle kennengelernt, Leute, meine Community. Und dann, als das Spiel rausgekommen ist, Leute, es war einfach die Erleuchtung für mich. Also es ist das beste Spiel, was ich je gespielt habe, Leute. Also es reiht sich wirklich bei mir bei den allerbesten Spielen ein und es ist wirklich Spaß pur. Man hat Spaß pur, das Movement ist sowas von geil, die Soundkulisse ist geil, die Grafik ist geil, die Abwechslung ist geil, die man in dem Spiel geboten kriegt. Aber auch die Mannigfaltigkeit der Aufgaben und alles mögliche, wie viele Monde es gibt, Leute, ist einfach das geilste Spiel überhaupt. Und das wisst ihr ganz genau, ihr wusstet, dass das auf Platz 1 ist, Leute. Und deswegen schreibt mal eure Top 10 bitte in die Kommentare, mich interessiert es wirklich. Ich bin raus für heute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.